Ich habe mir jetzt so viele Gedanken gemacht, wie ich Dinge relativieren kann. Ich habe so einen großen Plan gehabt, wie ich jetzt durch die Stadt laufe und mit Leuten interagiere. Aber meine Kamerafrau hat natürlich jetzt einen kaputten Fuß und ja, es wäre so ein schönes Video geworden. Ich habe mir das so schön überlegt, aber ist ja nicht meine Schuld, dass du zu dumm zum Laufen bist, ne? Ja, also eigentlich sollte ich auch noch einen Tag im Krankenhaus. Okay, also fangen wir mal an, das jetzt alles mal einzuordnen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich. Meine 542 Leute, die in meinem näheren Umfeld sind, die haben das alle falsch verstanden, okay? Also ich ordne das jetzt mal ein, also meine Beziehung. Antonia, jetzt an dich. Toni, keine Ahnung. Ich weiß, du hast ja so einen Serotoninspiegel, der so ist, dass du eh immer depressiv bist, aber ich finde es schön, dass du trotzdem lachen kannst. Als Kind warst du ja dick und deswegen verstehst du das nicht, wenn ich dir Feedback gebe, aber also ich habe es auch noch gut, ich kann es auch einfach mal wasserfesten Mascara aufsetzen. Also war wirklich eine ganz tolle Beziehung, aber eigentlich es war scheiße. So, als nächstes meine schwitzenden, stinkenden Fans, das ist halt einfach ein Fakt. Da kommen direkt die Nächsten. Wollt ihr jetzt auch alle eine Umarmung von mir? Nee, wer sind die? Ich umarme wirklich sehr fest. 80.000 Fans am Tag muss ich alle umarmen, besonders fest. Und ich habe da keine Lust drauf, aber ich mache das trotzdem. Ich. Das ist doch was wert, oder? Das Nächste, das ist eine ganz harte Anschuldigung. Mit den Katzen, das kann ich kann das erklären. Ich kann das erklären! Meine Schwester und meine Mutter sind obdachlos geworden. Und dann habe ich die Katze bei mir aufgenommen. Meine Katzen, die haben Gardinen und die sind sehr selten. Mein Haus stinkt 24/7 nach Scheiße. Nervöser Brechdurchfall. Überall ist Pisse. Krass entzündetes Poloch. Ich habe meine Katze beim Pissen gefilmt. Das muss man sich wirklich vorstellen. Das kam aus meiner Katze. Das lief nur so raus. Hinten. Das ist wirklich ein Bach war das. Ich habe überlegt, wie kann ich das machen, dass es meinen Katzen besser geht. Da habe ich aufopferungsvoll gesagt, okay, ich muss jetzt umziehen, damit es den Katzen gut geht. Da bin ich innerhalb von 5 Jahren 30 Mal umgezogen, immer in eine größere Wohnung. Mein Arzt hat zu mir gesagt, ey, versuchen Sie es doch mal in so eine 5000 Quadratmeter Menschen reinzuziehen, dann wird die Katze gesund. Das hat mein Arzt, der Experte hat das gesagt so. Und dann haben die wieder, du musst dir vorstellen, die haben dann wieder angefangen, sich anzubiefen. Und dann hatte ich die Lösung. Dann habe ich eine dritte Katze geholt. Und dann wurde alles gut. Plus, minus. Überall alles Pisse. Die ganze Bude, alles ist eine Pisse. Voll gepisst, Pisse, Pisse, Pisse. Ja, und das Nächste, was hier geschrieben wurde, also die Hassnachricht an Gnu, das ist halt so, bei Cosplay, wenn wir das Gleiche machen und beim gleichen Fotografen sind und den gleichen Editor haben, dann kommt ja fast der gleiche Content raus. Und wenn, also, dann merkt man ja, dass ich als Person völlig austauschbar bin. Das geht so nicht. Und deswegen, Gnu, verpisst. Passe falsch verstanden. Explosiver Durchfall. Das große Problem mit Stinkemauki, das hatten wir ein paar Mal besprochen, da ist halt das Problem, dass ich so eine geile Person bin, dass man zu mir einfach nicht Nein sagen kann. Und es ist natürlich einfach keine Option, keine Forderung zu stellen. Mauki, es tut mir an dieser Stelle wirklich einfach leid, dass du so dumm bist. Dann streiche ich so meine Katze und denke mir so, oh schade, alles komplett voll scheiße, meine ganze Hand, alles voll scheiße, die ganze Wohnung, alles scheiße, Pisse. Dass ich schlechte Arbeitsbedingungen hätte, naja, das ist natürlich überall so bei den Influencern. Ich gebe mir Mühe, aber das ist halt in der Branche so. Nervöser Durchfall. Das Letzte ist, da ist mir aufgefallen, haben Leute gesagt, ich hätte keine Freunde, sondern nur Arbeitsbeziehungen. Und das müsst ihr ja jetzt wirklich auch mal verstehen. Alle meine Freunde wollen immer Streamer werden. Streamer können ja, das weiß man, Streamer können nicht befreundet sein. Und deswegen hassen mich dann alle. Also im Grunde ist das die Schuld des Streamings, I guess, oder so. Meine Katze Jan, die hat wirklich so ein Poloch. Das ist wirklich so, das war wirklich so ausgefriemelt, dieses Poloch von Katze Jan. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Geh deinen. Ich find's auch gut, einfach mal ohne Kontext so ein bisschen. einfach mal so zwischendurch. Ist das den Gag wert? Warte mal, zieh doch. Ist das den Gag wert? Willkommen bei der neuen Robin aus der Raffen Show. Hallo, willst du mich umarmen? Nee, lieber nicht, Alter, du bist jung. Sorry. Fahr weiter. Ja, es war nur ein dummer Spruch. Das ist halt mit der Mütze nicht geschehen. Schneid das raus, schneid das raus.